Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Hauptkanal. Wir müssen in diesem Video über Sylt sprechen. Meine Freunde der Sonne, ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Ich habe mein ganzes Leben lang hier oben in Schleswig-Holstein verbracht. Und bin in meiner Jugend auch hin und wieder mit dem Schleswig-Holstein-Ticket nach Sylt gefahren. Dementsprechend ist mir die Insel ein Begriff. Und auch das Milieu, das dort herrscht. Und in den letzten paar Tagen sind doch 1 bis 2 Videos über Sylt am Pfingsten viral gegangen, was zu herben Aufschrei in unserer Bevölkerung geführt hat. Und da möchte ich in diesem Video mit euch drüber sprechen. Aber lasst uns erstmal ein wenig ausholen, denn für die Menschen, die noch stärker unterm Stein leben als ich, müssen wir vielleicht erstmal klären, was denn genau an Pfingsten passiert ist und warum genau Sylt. Und zwar kann man sagen, dass einmal im Jahr, gerade an Pfingsten, wenn wir alle schön frei haben, die ganzen unseren wunderschönen, wohlhabenden Menschen, BWL Justus und Marias und wie sie alle heißen und der FDP Günther, alle zusammen nach Sylt tigern, um dort natürlich nach Herzenslust zu feiern. So auch dieses Jahr, nur in diesem Jahr gab es einen kleinen Unterschied zu den Vorjahren. Und zwar ging ein Video viral, wo ein paar Richie Rich Kids ordentlich am Rheinhitlern war. So richtig schön den der Arm ging mit so zur Musik und sowas. Ha, ist das alles witzig. Und im Hintergrund eine Abwandlung eines Songs von Gigi D'Agostino, der effektiv verfassungsfeindliche Parolen bearbeitet hat. So, und warum jetzt hier alle ausrasten und rumschreien und sich wundern und sich fragen, wie es sein kann, dass auf Sylt und die jungen Leute und sowas so, das ist beyond me. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe den Outrage hinter dieser ganzen Thematik nicht. Denn es ist nicht so, als hätten wir jetzt erst an Pfingsten entdeckt, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Die besagte rechtsextremistische Abwandlung des Songs von Gigi D'Agostino ist bereits seit letztem Jahr in so gut wie jeder Dorfdisco, in jeder Kneipe, irgendwo draußen im Dorf zu hören. Überall. Der einzige Unterschied zwischen den grölenden Betrunkenen, die das seit letztem Jahr in Dorfdiscos singen, ist jetzt, dass die Leute, die das singen, reich sind und jung sind. Als ob in den Dorfdiskus das keine jungen Leute grölen. So. Allein die Wahrnehmung des Problems, das jetzt hier gerade präsentiert wird, finde ich wild. Denn nur weil das jetzt reiche Leute machen, CDUler und FDPler, heißt das nicht, dass das plötzlich ein besonderes Problem ist. Rassismus ist keine Sache, die man nur in der arbeitenden, unteren, einkommensschwachen Schicht zu finden hat. Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das die Higher-Ups, die sowieso in einer Parallelgesellschaft leben und sich komplett entsolidarisiert haben von der arbeitenden Schicht, sowieso eine ganz weirde Wahrnehmung in Bezug zu Menschen haben und da ganz andere Stereotype herrschen. Aber was erzähle ich denn da? Wir können es ja auch auf Quellen berufen, die effektiv belegen, dass das Rassismusproblem in Deutschland viel tiefgreifender ist als ein paar Keckos im Internet, die sich dabei sehr wohlfühlen, gefilmt zu werden, während sie verfassungsfeindliche, rechtsextreme Parolen singen. Denn die EU hat explizit eine Studie in der Vergangenheit im letzten Jahr angefertigt, um aufzuzeigen bzw. zu ermitteln, wie sich schwarze Menschen gerade in Europa fühlen in puncto Rassismus. Und da ist Folgendes rausgekommen. Der EU-Studie zufolge hat das Problem des Rassismus gegen Schwarze in Deutschland in den vergangenen 5 Jahren deutlich zugenommen. Unter den 13 Mitgliedstaaten, in welchen die EU-Agenten für die Grundrechte FRA für die Erhebung Befragungen durchführte, schnitt die Bundesrepublik sogar am schlechtesten ab. Demnach gaben 76% der in Deutschland befragten Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer mit afrikanischen Wurzeln an, innerhalb der vergangenen 5 Jahre explizit wegen ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe Opfer von Rassismus geworden zu sein. Zu einem ähnlich entlarvenden Ergebnis kommt folgende zweite Studie von einer anderen Institution innerhalb dieser Thematik. Und zwar, in Deutschland hat die Zahl der Befürworter rechtsextremer Einstellungen zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Mitte-Studie, mit der im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung alle 2 Jahre die Einstellung der gesellschaftlichen Mitte abgefragt werden. 8% der Menschen in Deutschland teilen demnach ein rechtsextremes Weltbild. Das ist jeder 12. Erwachsene. In den Vorjahren seien diese 2 bis 12% gewesen. Dieser Anstieg des rechtsextremen Gedankenguts deckt sich ziemlich gut, meiner Meinung nach, mit der Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland. Denn das ist auch so ein Ding allgemein. Immer wenn Menschen mit Migrationshintergrund in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, über ihre Rassismuserfahrungen sprechen, dann heißt es immer, ja, aber andere Länder und hier ist es nicht so schlimm und ihr stellt euch an und ihr wisst ja gar nicht und vielleicht wurde ja auch reininterpretiert oder so ein Gerede. Dann wird das immer schön weggeschoben und jetzt, wo Leute sich
mit viel Kapital so wohlfühlen, solche Parolen zu singen, sind plötzlich alle... Das Video auf Sylt hat mich so heftig schockiert, Leute. Wir haben 2024 und da steht eine Gruppe Deutscher, der Elite, okay? Und die singen da und machen Party und schreien dabei Ausländer raus, Deutschland in Deutschland. Wollte das denn passieren? Sogar die Eliten sind so... Ja, natürlich sind die so. No hate, by the way, an die Dame, die hier diesen Take rausgebracht hat. Das ist nur leider das Resultat davon, wenn du in deiner eigenen kleinen Bubble komplett isoliert bist von den Lebensrealitäten von Menschen mit Migrationshintergrund, die die ganze Zeit über ihre Erlebnisse sprechen. Denn es ist so leicht, das nicht zu sehen, weil man halt eben nicht Menschen kennt, die über sowas regelmäßig sprechen, weil sie sowas jeden Tag erleben. Das Ding aber jetzt in dieser ganzen Thematik, und das finde ich interessant, ist die Dynamik, die sich hier entwickelt. Weil es soll natürlich in diesem Video auch nicht nur um, oh, das ist passiert und das ist Gossip gehen, sondern hier entwickelt sich mal wieder eine Dynamik, eine systemische Problematik, die ich dann wieder erwähnungswürdig finde. Und zwar ist es so, dass nachdem das Video viral gegangen ist, dass Pony sofort ein Statement rausgehauen hat und sich natürlich auch sehr betroffen gegeben hat. Liebe Freunde, auch wir haben gerade den Post gesehen und sind tief schockiert. Wir distanzieren uns von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung. Bei uns ist jeder Gast, unabhängig von der Ethnie, herzlich willkommen. Das wissen auch unsere treuen Gäste und Freunde, die uns Jahr für Jahr besuchen. Wir sind stolz auf unsere Vielfalt. Hätten wir von diesem Vorfall gewusst, hätten wir die betroffenen Gäste selbstverständlich des Hauses verwiesen. Hier gibt es keinen Platz für Rassismus. PS, all diejenigen, die sich auf diesem Video singend wiedererkennen, ihr habt Hausverbot bei uns. Allerdings war das nicht die einzige Konsequenz, die auf das Video gefolgt ist. Und zwar wurde eine Dame, die Dame direkt am Anfang des Videos, die direkt mit dem Gesicht in die Kamera mitsingt, auswendig gemacht. Und auch viele andere Namen wurden sehr schnell durchs Internet, durch die Kraft des Internets gefunden und wurden verbreitet. Und besagte Dame hat sehr schnell ihren Job verloren, denn sie arbeitet natürlich für eine Influencerin als Assistentin und diese Influencerin will natürlich diesen Image-Schaden nicht abhaben und ist auch Mensch mit Migrationshintergrund. In dem Fall handelt es sich nämlich um die Influencerin Milena Kahl, die sofort ein Statement hochgeladen hat, in dem sie Folgendes verkündete. Wie die meisten von euch habe auch ich voller Bestürzung das Video von Sylt mit ausländerfeindlichen Parolen in den sozialen Netzwerken gesehen. Abgesehen von dem ohnehin abscheulichen Inhalt des Videos hat es mich schockiert, verletzt und enttäuscht zu sehen, dass eine Person aus dem Video mir in einem Anstellungsverhältnis stand. Für mich stand außer Frage, dass ich unmittelbar nach Kenntnis dieses Videos das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung auflösen werde und dies auch bereits getan habe. Ich distanziere mich nicht nur von dem Inhalt, sondern auch ausdrücklich auch von sämtlichen Personen, die in diesem Video auftreten. Ich bin selbst Migrantin und als werdende Mutter steht alles, was in diesem Video zu sehen ist, für eine Gesellschaft, in der ich mein Kind nicht großziehen möchte. Aber der allgemeine Aufschrei bezüglich dieses Videos endet halt nicht nur bei direkt Betroffenen oder deren Arbeitgebern, sondern sogar Politiker haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Unter anderem niemand Geringeres als Daniel Günther, aber auch unsere Integrationsministerin von den Grünen, Aminata Touré, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist kein dummer Jungenstreich, sondern schlimmstes Nazi-Gegröle erwachsener Leute auf offener Bühne. Widerwärtig und ekelhaft. Sogar der Bundeskanzler meldet sich auf Twitter zu Wort und verurteilt das Video und die Äußerung Parolen in diesem Video. Sogar der Bundeskanzler von der SPD. Was ich sehr wild finde, denn berücksichtigt man, was der Bundeskanzler am Anfang dieses Jahres noch gesagt hat, macht meine Migräne wieder Überstunden. Es ist doch genau diese Rhetorik und die Politik aktuell, die effektiv es nicht schafft, linke Werte zu verbreiten, denn diese Art der Stimmungsmache, die am rechten Rand normalerweise zu verorten ist, ist schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und diese Normalisierung von solchen Sachen wie jetzt mit dem großen Ziel abgeschoben, ist doch überhaupt erst der Grund, dass sich Leute so wohlfühlen, mit solchen Parolen zu rumzuschreien. Das ist doch nur das Resultat aus den letzten 9 Jahren lang. Die Ausländer, die Flüchtlingskrise. Das ist das Resultat. Und ein Bundeskanzler, der jetzt um die Ecke kommt, nach 5 Monaten, nachdem er selber endlich wieder abschieben gesagt hat und so tut, als wäre doch, was die da sagen, was die da singen, das ist ja, das kannst du ja nicht machen, das geht ja nicht. Bro, du hast essentially Ähnliches gesagt. In großem Stil abschieben. Der Unterschied ist nicht gewaltig und die Signalwirkung ist effektiv dieselbe. Endlich darf man wieder sagen, raus mit die Ausländer. Und nichts anderes sieht man in diesem Video. Aber die Betroffenheit, die die Politik hier sich am Mimen ist, finde ich interessant. Vor allen Dingen, wenn genau die SPD auf ihrem Instagram-Kanal, nachdem das gerade kursierte, folgende Tweets raushaut, weil sie dachten, sie sind da vielleicht ein bisschen am Zahn der Zeit. Voll clever und so. Deutschland den Deutschen,
die unsere Demokratie verteidigen. Mensch, SPD, da habt ihr euch aber einen ausgedacht. Oder auch genauso funny, Deutschland den Deutschen, die für Frieden und Zusammenhalt einstehen. Vielleicht fangt ihr mal mit Letzterem an. Bro, was ist da los gewesen? Mal kurz hier AfD-Anni mal kurz reingerufen und willst du mal einen Tweet machen hier? Willst du mal einen Instagram-Post machen hier? Die Stimmung ist doch gerade so gut. Hau doch mal einen raus, Kunibert. Vom Stammtisch. Da holst du die jungen Leute bestimmt ab auf Instagram und auf diesem YouTube und so. Dann haben sie es natürlich selber gemerkt und waren am Rudern. Wir haben gerade einen Post veröffentlicht, mit dem wir aufs Schärfste verurteilen, was wir alle in einem Video aus Sylt gesehen haben. Dabei haben wir es nicht geschafft, einen Ton zu treffen, der alle mitnimmt. Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen. Uns geht es darum, klarzumachen, dass wir dieses Land nicht den Rechtsextremen und Hasspredigern überlassen wollen. Wir wollen unsere Demokratie und unsere Freiheit verteidigen. Lass uns diesen Kampf gemeinsam solidarisch weiterführen. Nach all diesen Statements und der politischen Empörung über diese offensichtliche Problematik verstehe ich eins überhaupt nicht. Denn es ist nicht so und es war auch nie so, dass Sylt das Zentrum unserer Werte widerspiegelt. Das war nie so. Allein die Empörung darüber, dass sogar intellektuelle oder kapitalstarke Menschen rassistische Parolen von sich geben, finde ich wild. Hier an der Stelle haben wir es immer noch nicht geschafft, die Kapitalismuskritik innerhalb dieser gesamten Thematik zu sehen. Denn es kann nicht sein, dass wir glauben, nur weil jemand Geld hat und einen Luxusurlaub irgendwo abseits der verdammten armen Gesellschaft macht, dass diese Person nicht irgendwo auch das Potenzial besitzt, genauso rassistisch zu sein, genauso rechtsextreme Parolen abfeiern, abkulten zu können, wie der eine Dude oder die eine Frau vom Dorf. So. Dieser Gedanke ist so kaputt, dass wir da jetzt sagen, oh, aber die Reichen sind ja genauso wie der eine vom Dorf und diese anderen, diese 8% rechtsextrem. Ist das überhaupt wundert, finde ich so wild. Denn diese Leute, die ihren Urlaub auf Sylt verbringen, abseits der arbeitenden Bevölkerung, des Normalverbrauchers, sind nicht solidarisch. Die haben sich so doll entsolidarisiert von der restlichen Bevölkerung, dass man da nach oben guckt und noch verwundert ist, dass sie nicht demokratische Werte wie die letzte Bastion in unserer Gesellschaft verteidigen. Haben wir denn schon die Berichterstattung aus der Vergangenheit vergessen, als es um das 9-Euro-Ticket ging, wo dann plötzlich Panik gemacht wurde, wo die Leute durchgedreht sind und meinten, dass ja die ganzen armen Leute, dieser Pöbel nach Sylt kommt. So, haben wir das vergessen? Diese Leute, die sind nicht besser, die kochen auch, die lassen mit Wasser kochen. Sie kochen nicht selber. Sie lassen mit Wasser kochen. Und dass man da so up in arms ist und dann auch effektiv einen richtigen Mob gründet, um Gerechtigkeit zu bekommen an diesen Menschen. Denn das ist der einzige Unterschied zwischen diesen Leuten und den anderen Dudes, die regelmäßig rechtsextreme Sachen tun oder feiern, ist, dass sie jetzt einmal sichtbar sind und dass sie wohlhabend sind. Und die Dynamik, die sich hier entwickelt, dass wir uns an den Namen abarbeiten, die natürlich relativ schnell öffentlich gegangen sind, und wir glauben, dass wenn wir diese Menschen angehen, denen die Jobs wegnehmen, sie fertig machen öffentlich, deren Universitäten anschreiben, deren Arbeitgeber und Familien unter Druck setzen, dass wir in irgendeiner Weise etwas an dem Problem lösen, was einfach nicht der Fall ist. Das Problem ist nicht Sylt. Sylt ist nur ein Symptom und zeigt auf, dass nicht mal die mit viel Kapital ohne Vorurteile sind. Und dass wir letztendlich in dem Fall jemanden haben, einen Sündenbock für ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo wenig Leute Empathie für haben, wo man dann richtig schön draufgehen kann. Was wir dadurch eigentlich nur schaffen, ist, dass wir uns essentiell selbst davon ablenken, an der Wurzel des Problems, dem Grund des Unrechts, effektiv zu arbeiten. Denn, ich betone das an der Stelle nochmal, Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und endet nicht bei einer gewissen Einkommensklasse. Aber ich finde den Take von dem verrückten Mutmacher zu der Thematik super geil. Deswegen blende ich den hier euch nochmal ein und lasse ihm sozusagen auch das Schlusswort zu diesem Video. Im Internet werden die Namen der Menschen aus dem Sylt-Video veröffentlicht und es wird so getan, als hätte man jetzt Rassismus besiegt. Frag mich halt, wann veröffentlichen wir denn jetzt die Namen von unseren rassistischen Chefs und Arbeitskollegen? Wann veröffentlichen wir die Namen von unseren Freunden und Familienangehörigen? Und vor allem, wann veröffentlichen wir unsere eigenen Namen? Wann stehen wir denn dazu, wenn wir selber rassistisch waren? Wenn ihr glaubt, dass ich in meinem Leben noch nie den Führergruß gezeigt habe, muss ich euch enttäuschen. Die haben dieses Lied aus Witz gesungen. Ich habe einfach direkt die ganzen Witze erzählt. Ich sage das nicht, um die Menschen aus Sylt in Schutz zu nehmen. Ich sage das, um uns alle in die Verantwortung zu nehmen. Sylt ist nur das Symptom. Das Problem liegt eigentlich ganz woanders. Nämlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Sylt in der Form existieren kann, dass Menschen in aller Öffentlichkeit einfach solche witzigen Lieder singen und meinen, dass sie dabei ungeschoren davonkommen. Wir sind das Problem.
Ich bin das Problem. Und bevor ich nicht bei mir selber anfange, verändere ich einen Scheißdreck in unserer Gesellschaft.